Hi und hallo, schönen guten Abend, schön, dass ihr reingeklickt habt, schön, dass Sie reingeklickt haben, schön, dass ihr euch beteiligen wollt daran, wie Mönchengladbach vielleicht in Zukunft aussehen wird, denn genau darum geht es beim Zentrendialog. Das ist der dritte dieser Art. Bei den vorangegangenen haben wir viel Beteiligung gehabt und auch heute bitte ich euch und Sie, zahlreiche Fragen zu stellen zu dem Thema, um das es heute geht. Und zwar haben wir uns spezialisiert auf die Hindenburgstraße. Von der Einkaufsstraße zum Stadtquartier ist das Ganze überschritten. Wir werden gleich Ideen hören mit unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern, die noch nicht in Stein gemeißelt sind, aber die schon mal zeigen, wohin es gehen könnte mit unserer Einkaufsstraße in dieser wunderbaren Stadt und ob es vielleicht noch schöner werden kann. Das möchte ich auch diskutieren mit meinen Gästen, auf die ich mich freue, die ebenfalls wie ich alle geimpft, geboostert, getestet oder auch genesen sind. Aus diesem Grund verzichten wir auf Masken, haben ein bisschen Abstand eingehalten, sind alle gesund und symptomfrei. Ich freue mich auf unseren Oberbürgermeister der Stadt, Felix Heinrichs ist da. Hallo. Hallo Thorsten. Wunderbar. Freue mich auch auf den Stadtdirektor und den technischen Beigeordneten der Stadt, Gregor Bonin. Hallo. Schönen guten Abend auch an Susanne Titz. Sie ist die Direktorin des Museums Abteilberg. Und freut sich vielleicht auch auf die Ideen, die wir gleich zu hören bekommen. Außerdem von Karas & Brands, Landscape, Architekt und Urbanism. Ich hoffe, das hat sich fast richtig angehört. Bart Brands ist da. Hallo. Ihr habt mit eurer Firma auch Ideen gegeben. Drei Planungsbüros waren beteiligt. Wir werden eure Ideen gleich auch diskutieren. Auch darauf freue ich mich ganz besonders. Und auf den Abteilungsleiter Bauleitungsplanung Stadtgestaltung Mönchengladbach, Sebastian Lisa, nee, Bauleitplanung heißt es richtig, ne? Okay. Auch auf Ihre Ideen freue ich mich. Und der Abteilungsleiter der Stadterneuerung und Stadtentwicklung der Stadt Mönchengladbach. Also nicht nur, was die Hindenburgstraße betrifft, sondern auch andere Quartiere, bei denen man sich ja übrigens auch beteiligen kann. Ja? Also nicht nur, was die Hindenburgstraße betrifft. Kai Tanlis ist da, hallo. Auch du hast Ideen mitgebracht und wir haben genug Zeit, um all das zu diskutieren. Die Chat-Funktion ist hoffentlich schon freigeschaltet. Wir werden eure und ihre Fragen hier immer reingereicht bekommen und ich bin gespannt, was da kommt und bin auch gespannt auf das, was ihr vorbereitet habt, Felix und Gregor. Das ist jetzt die Übergabe zu dem nächsten spannenden Teil. Genau. Genau. Wir haben uns vorgenommen, einfach am Anfang so ein paar grundsätzliche Thesen nochmal in den Raum zu stellen und ein paar, naja, sagen wir mal, Grundsatzbemerkungen einfach zu machen. Denn das, was wir vorgelegt haben Anfang des Jahres, ist ja schon für viele ein Stein gewesen, über den diskutiert werden sollte. Und das haben wir bewusst gemacht. Denn Veränderungen, an denen arbeiten wir in den Innenstädten, die tun Not, die müssen eben auch ein bisschen aufrütteln. Und an solchen Veränderungen darf sich eine Stadt auch mal ausrichten. Eben an solchen Fragen, wie gehen wir oben mit der Hindenburgstraße um Richtung Museum, was haben wir denn für Ideen für die Bismarckstraße, wie sonst mit dem Busverkehr weitergehen. Am Ende sind es viele Details, viele einzelne Fragen, aber wir sind der Überzeugung insgesamt in der Stadtverwaltung und Politik hat das ja auch mit auf den Weg gebracht in den letzten Wochen und Monaten, dass es jetzt eben auch ein Aufrütteln braucht, dass es nicht mehr mit kleinen Maßnahmen getan ist, sondern eben auch mit größeren Ideen, mit größeren Diskussionen, die wir anzetteln wollen. Aber ganz wichtig ist eben, die Menschen mitzunehmen und das versuchen wir mit solchen Formaten wie heute und hier, aber auch noch mit mehr, was kommen wird auf dem Weg, bis es dann wirklich auch Beschlüsse gibt. Wie soll es denn aussehen auf der Hindenburgstraße? Wie soll es weitergehen auf der Bismarckstraße? Aber mich freut es einfach auch sehr zu sehen, wie viele Leserbriefe, wie viele Kommentare bei Instagram oder Facebook es schon gab, wie viele Mails und Briefe wir bekommen haben, wo Leute sich aufregen, sagen, das kann doch niemals funktionieren, aber ganz viele auch schreiben, tolle Idee, endlich packt ihr das an, genau so soll es aussehen. Und ja, wir sind am Anfang einer ganz spannenden Diskussion und deswegen freue ich mich auch sehr auf heute Abend. Ja, so geht es mir auch. Deswegen freue ich mich auch auf eure Ideen, die ihr, du hast es gerade gesagt, erstmal so ins Rollen bringt. Anfangs schon gesagt, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Und es ist ja ausdrücklich gewünscht, dass Mönchengladbacherinnen und Mönchengladbacher mitmachen, ne? Ja, das ist unser grundsätzlicher Wunsch, aber das wohnt auch einer guten Planung inne. Dass das nicht irgendwo nur passiert und dann Planer sagen, wir haben eine tolle Idee, das ist natürlich zwingende Voraussetzung. Aber dass wir natürlich mit großer Beteiligung dann auch uns auf den Weg machen, die Stadt von morgen auch zu kreieren. Und das hat viel mit Veränderungsprozessen zu tun und Mensch und Veränderung, das passt nicht immer ganz gut zusammen. Und deswegen müssen wir auch in die Köpfe der Menschen kommen und plausibel machen, was wollen wir eigentlich, wohin wollen wir die Stadt bringen, dass es eine liebenswerte und lebenswerte Stadt bleibt. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht.
auf den Weg gemacht, auch mit den drei Planungsbüros, die wir angesprochen haben. Eins davon wart ihr und jetzt reden wir die ganze Zeit, aber ihr wollt ja vielleicht auch etwas sehen und ich übrigens auch. Ich bin mal gespannt, weil mit Sicherheit kennen das noch nicht alle, wo es hingehen kann, was ihr für Ideen habt, wo kann es mit Mönchengladbach, wo kann es mit der Hindenburgstraße beziehungsweise mit allem, was dazugehört, hingehen, Bart. Du hast auch was vorbereitet und ich glaube, wir werden auch gleich was sehen, ne? Ja, danke. Ich werde in einer Mega-Kurzfassung mal erklären, unsere Ideen, unseren Traum über die Hindenburgstraße. Da waren drei Planungsbüros, wir waren einer davon und haben eigentlich die Freiheit bekommen, mal ein bisschen weiter zu denken. Mal zu träumen, was könnte möglich sein und wie kann dann die Hindenburgstraße, wir haben das gesagt, auch von Einkaufsstraßen zu Stadtquartier ändern und transformieren. Und was braucht man dann? Braucht man ein bisschen Mutigkeit, um den Traum mal zu visualisieren? Und das haben wir auch mögen müssen. Wir haben das gemacht und ich würde das gerne mal erzählen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich habe ein Bild dabei und eigentlich in diesem ersten Anfassung haben wir, na klar, die Stadt bestudiert, wir haben rundgelaufen, wir haben mit Leuten geredet, wir haben nach der Historik gegangen auf der Hindenburgstraße und eigentlich ist die Straße immer transformiert. Fast in radikale Steppen. Ne? Das war einst eine langsam wachsende historische Straße. Ein Dorf ist erweitert, der Bahnhof kam dabei, die Straße wird länger. Das war eine Straße für Autos geworden. Die ist nach dem Krieg auch verdoppelt in Breite. Das war auch an die Zeit. Ne? Die Auto, das war die Zukunft. Die Auto brückte alle Raum. Später werden die Autos wieder herausgenommen. Wir sind eine Einkaufsstraße. Eigentlich fast eine der längsten Einkaufsstraßen von Deutschland. Wenn man es wirklich in Meters anschaut. So immer im Großen, die Bauten sind da groß geworden, dem Gebäude sind groß geworden, die Megaladen sind da gekommen. Und langsam ist die Frage, was bedeutet das für das Stadtzentrum? Was ist denn für die Zukunft? Distrikt für das Stadtleben haben wir das genannt. Und wir haben gesagt eigentlich, na, das ist wie die Stadt wird geformt von den Gebäuden, die Fassade, was da passiert. Und das sieht für Nicht-Stadtplaner, ich bin ja kein Stadtplaner, sieht das obere Bild so ein bisschen aus wie früher diese Labyrinthe, die man machen musste, wo man mit so einem Kugelschreiber irgendwas suchen muss. Ja. Aber da musst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was das ist, wo wir uns da befinden. Ich glaube nicht, dass ich das mit meinen Kursen machen könnte, aber man sieht hier eigentlich die Hindenburgstraße in, was wir nennen, einen Schwarzplan. Die Gebäude sind schwarz. Man sieht auch die Maßstab verschieden. Man sieht den Minto, also den großen Schwarzen, das ist das ein bisschen zentral, ja? Zentral rechts von mitten. Und mehr nach rechts ist das Bahnhof und dann eigentlich nach links gehen wir nach die Alte Markt. Ah, okay. Dann habe ich schon mal eine Orientierung. Ja, rechts Bahnhof, in der Mitte das dicke Schwarze zum Beispiel oder die beiden Schwarzen. Ja, das sind die großen Laden, die großen Einkaufsladen und dann mehr nach, von mir aus nach links das Alte Markt und der historische Stadtteil. Okay. Und eigentlich, die Bilder kenne ich. Ja, und sehr gut, dass du das fragst, weil das ist wirklich für mich ist das so einfach zu lesen, aber das kommt später, ich glaube, wird das mehr klar. Und wir haben gesagt, na, das ist was die Fassade, was passiert in dem Plinth, was passiert in den Gebäuden, den öffentlichen Raum und das Grün. Das ist eigentlich die Ingredienten, wo wir mehr Stadt mitmachen. Und eigentlich haben wir gesagt, vielleicht müssen wir mal nicht mehr denken als Einkaufsstraße, eine monofunktionelle Einkaufsstraße von A bis Z. Ne? Immer lineär gedacht. Eigentlich ist das auch vorbei. Ne? Das wird geändert. Wir shoppen anderes. Wir shoppen mehr digital. Mhm. Das sind verschiedene Charaktere. Und können wir eigentlich nicht denken über eine zentrale Linie von A nach B und wieder zurück, aber von einer Stadt, die wirklich gemacht wird durch die Qualitäten von verschiedenen Gebieten. Und können wir diese Qualitäten von den verschiedenen Gebieten und Teilen verstärken und darauf weiterbauen? Eigentlich von der Kraft aufarbeiten und nicht das Negative, also von das Negative ausgehen. Aber was sehen wir als Kraft? Und das verstärken. Und da habe ich gesagt, ne, von Zentrum die Einkaufsstraße auflösen, habe ich das mal genannt. Ne? Mhm. Weiter gucken dann nur diese zwei Fassaden. Und eigentlich habe ich gesagt, wenn man nach der DNA von München-Gladbach guckt, können wir auch drei verschiedene Gebiete sehen. Das Gebiet vom Bahnhof bis zum Minto, eigentlich mit Gebieten dahinter auch und die Seitenstraßen, das funktioniert auch gut. Ne? Da wird gearbeitet, da ist auch diesen Flow von Menschen zwischen Minto und dem Bahnhof, ja. Gute Laden. Das grüne Teil hier in diesem Zeichnung, das ist eigentlich das Teil, das ist auch das steilste Teil, ne? Mit dem großen Höhenunterschied. Das sieht man auch viel mehr Leerstand. Da sind auch große Gebäude, die auf diesem Moment leer stehen. Und eigentlich hinter dem Südseite von der Hindenburgstraße
ist das schöne grüne Gebiet mit der Topografie und das Museum und den Parks und die Schule. Das ist dahinter, das sieht man nicht, erfährt man nicht. Das schöne Gebiet, das freut Susanne Titz. Ne? Aber wirklich, für uns war das, als, klar, als Holländer mit Topografie, das haben wir nicht, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend, aber das sieht man nicht. Man sieht den Schatz von Mönchengladbach nicht. Und das wunderschöne Museum, das internationale Museum, das sieht man auch nicht. Und dann kommt man eigentlich wieder in den alten Markt, der historische Teil. Da ist die Gastronomie, das ist Essen, das ist Kultur, das sind die Nachtclubs, das ist die neue Markthalle, die wirklich da einen bestimmten, sehr guten Impuls geben wird. Das kann man auch vielleicht die Kraft da aufrichten. Einkaufen, und das haben wir auch in diesen Worten genannt. Na, an die eins ist mehr das Stadtgebiet, das Mitte haben wir das Stadtsbalkon genannt und mehr die Freizeit, Gastronomie, Kultur an die andere Seite. Das sind keine klare Linien, so hier geht man von einer bis andere, das geht graduell. Das ist eine Stadt. Eine Stadt ist gemixt. Eine Stadt braucht Leben. Und wir haben das mal gedacht, das Einzige, ne? Vom Bahnhof zum Minto, das Stadtquartier, ein bisschen mehr urban. Ich habe das einmal ein bisschen Kopenhagen genannt. Ne? Da können wir in dieser Welt von kleinen Plätzen, Straßen, Leute, die draußen sitzen, vorstellen. Das Stadtsbalkon, wo das Grün bis zur Straße kommt, ne? Fast auf die Straße kommt, dass man das öffnet und das Stadtsherz, ein historisches Zentrum mit einem schönen Marktplatz. Und hier sieht man eigentlich, das plus minus zero meint nicht in Qualität, aber wir haben gesagt, können wir das, und das ist schön, wenn man das so klickt, dann, wir haben gesagt, können wir das mal so machen. Ne? Ein Traum, ne? Das ist aber jetzt der gewünschte Zustand. Der gewünschte Zustand. Wenn man mal traumt, ist es möglich, rechts, ne, vom Bahnhof durch Minto da wirklich inzusetzen, auf eine gute Einkaufsstraße, ein Distrikt mit diesem urbanen Qualität, inmitten. Das im Grün, ich mache das noch einmal, weil ich finde, das macht so viel Spaß. Das ja, aber das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Wir werden nachher nämlich noch mehr Bilder und Visualisierungen sehen, Ideen, wie es aussehen könnte und dann auch vorher, nachher. Also ja. Das nur schon mal als kleiner Appetit haben. Ja, und dann die alte Markt, mehr als ein Herz, ein Treffpunkt für Leute, wo Leute zusammenkommen, ein Herz für öffentliche Eventen, für das Karneval, für Events, Gathering und Gastronomie. Und wir haben, wie ist das schon, wir haben für diese verschiedenen Orten mal Bilder gemacht. Und ich glaube, dass wir jetzt... Genau, jetzt ist der Moment zum Übergabe. Ihr habt schon das sind diese Visualisierungen, genau. Ne, von denen ihr gesprochen habt. Ja genau, Sebastian, können genau. Gerne schon mal loslegen. Wir haben uns gemeinsam dann überlegt, was das konkret heißen könnte. Also wie würde das, was er gerade gesagt hat, so ein bisschen jetzt auch bildlich wirken? Wie würde das im Alltag aussehen für die Menschen? Wie würde das die Stadt verändern und was würde das an Bildern generieren? Und wenn wir jetzt an dieser Stelle mal oben anfangen, auf dem Alten Markt, wir gehen also die ganze Hindenburgstraße mal runter im Weiteren. Das ist spannend, genau. Genau, und wir fangen an auf dem Alten Markt. Bart Brandt hat es gerade gesagt, das ist das Stadtherz, also wirklich das Zentrum der Stadt. Das ist der Ort, mit dem man sich identifiziert, an dem man gerne geht als Gladbacher, wo man sich gerne aufhält, wo vielleicht auch jeder mal eine Geschichte erlebt hat. Und das muss auch eine ganz besondere Qualität haben, eine ganz besondere Identifikation. Und da ist es dann, wenn wir mal ein Bild weitergehen, ist die Idee, gerade auch schon mal angesprochen, dass wir mehr Raum bieten für Funktionen, Feste, Feiern, Treffpunkte, also wirklich dieses urbane, städtische Leben, diesen Treffpunkt stärker ausbilden. Und dann, man sieht es so ein bisschen jetzt hinter den ganzen Menschen, eben nicht mehr durch die Wegnahme der Busspur. Also dass wir sagen, wir kommen auch dadurch, dass wir den Verkehr sortieren, anders gestalten, kriegen wir mehr Raum für mehr Funktionen. Und das wird sich auch gleich durch die anderen Bilder ziehen, dass wir immer ein Mehr haben als das, was es jetzt ist. Können wir vielleicht nochmal zurückspringen? Weil auf den ersten Blick habe ich jetzt gedacht, okay, mehr Menschen sehe ich, aber der rote Roller ist dann weg im nächsten Bild. Und, genau, das ist... Ah, okay, der Brunnen ist ein bisschen nach vorne gerückt, genau, ein bisschen größer. Genau, das ist... Also das ist nicht das Bild, was jetzt die radikalste Veränderung hat. Das werden wir gleich noch merken. Das sind so eher so kleinere kosmetische Sachen, ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Bäume, mhm, ein größerer Brunnen, ein Wasserspiel. Also alles, was so ein bisschen gewissen Aufenthaltsqualität gibt, so ein bisschen, ja, auch ein Flair auf so einem Platz, aber eben ohne den Verkehr. Das sieht man nicht richtig groß, aber es sind kleine Veränderungen, die dann auch Vorteile bringen. Und wir werden das gleich noch mehr sehen, da sind noch ganz große Veränderungen dabei. Es geht nur einfach darum zu zeigen, welche Funktionen hat denn eine Innenstadt in der Zukunft? Was wollen wir denn zukünftig da machen? Denn der Einzelhandel alleine wird es in Zukunft nicht mehr richten. Wir müssen einfach mehr Funktionen haben. Und das ist jetzt hier die Funktion Feiern, Feste, Treffen, Gastronomie. Wir kommen dann gleich zum Bereich Kultur mit Frau Titz. Wir haben dann später nochmal Sport, Freizeit. Und ganz wichtiges Thema ist natürlich auch der Bereich Mobilität.
erzählt. War das denn auch sozusagen der Hintergrund dieser Vorher-Nachher-Bilder, dass eben keine radikale Veränderung da ist, dass man als Mönchengladbacher, als Mönchengladbacherin seine Stadt noch wiedererkennt? Ja, ich glaube, nicht alles muss radikal sein. Für mich ist auch wichtig in diesem Bild, ist, dass zum Beispiel, dass wenn die Bus vielleicht auf lange Termin, dass wir die Raum benutzen können, dass wir auch neue Bäume pflanzen können. Dass man auch hier im Schatten sitzen kann. Die Klimawandel haben wir auch. Ne? Das ist hier im Frühjahr, ich war da für 3 Stunden herrlich in die Sonne gesessen. Aber mitten im Sommer will ich vielleicht auf einer Terrasse in Schatten sitzen. So, wenn wir mehr Raum kriegen, wenn wir vielleicht nach einer anderen Form von Mobilität gehen hier, haben wir mehr Raum, auch verschiedene Angebote für Leute zu machen. Sie sprechen den Klimawandel gerade an und sind ja mit Ihrem Büro auch international unterwegs, in ganz Europa. Welche Herausforderungen kommen denn außer dem Klimawandel vielleicht auf europäische Städte und Großstädte noch zu? Ja, der Klimawandel ist eins. Ne? Das ist, wie geht man mit Starkregen, City-Stress, Heat-Stress. Das ist sehr wichtig. Ne? Wir weniger Pflaster, mehr Grün, mehr Atemraum, mehr Temperatur, niedrige Temperatur schaffen, Mikroklimat machen. Das andere ist klar, auch für die Hindenburgstraße, die ganze Digitalisierung. Ne? Wir sind von offline nach online gegangen. Ne? Das hat die Pandemie verstärkt. Leute machen das mehr. Das bedeutet was für wie wir in auch unser Einkaufsmuster machen. Ne? Wir machen nicht mehr, wir gehen nicht nach einer Einkaufsstraße und kaufen da alles. Nein, wir kaufen auf dem Weg nach die Arbeit das Brot. Wir gehen nach Bahnhof, kaufen da das Buch. Ja, die ersten Bibliotheken sind auf dem Bahnhof. Die Shops kommen. Man ändert das Kaufantrag. Das bedeutet auch, dass die Einkaufsstraße der Zukunft darauf mitspielen muss und darauf reagieren muss. Und das haben wir auch versucht, in diese Bilder zu sehen, dass man im Mittenteil zum Beispiel viel mehr Wohnen integriert im Kaufen. Es ist nicht nur monofunktionell, ein Stadt lebt, ein Stadt ist gemischt. Jetzt habe ich eben so dazwischen gegrätscht, aber auch das ist ja der Dialog, dass auch ihr Fragen stellen könnt und jetzt kommt auch sofort eine, Stichwort nur noch die eine Busspur und sofort fragt jemand, können denn Radfahrer die Hindenburgstraße in beide Richtungen befahren, von oben bis unten? An dieser Stelle nochmal, das ist ja noch nicht, der in Stein gemeißelte Plan, das sind Ideen, ne? Muss man an der Stelle sagen. Wer möchte diese Frage beantworten? Von euch, von Ihnen? Ja, also es wird ja weiterhin noch eine Straße bleiben. Es wird ja Andienung geben, Anlieferungen, man wird die Straße auch zukünftig befahrbar halten. Und dann ist es schon so gedacht, das ist uns auch ganz wichtig, dass man mit dem Rad auch da fahren können wird. Das wollen wir ja verstärken. Wir wollen den Fußverkehr stärken, wir wollen den Radverkehr in die Stadt bringen. Und dass wir dafür Raum brauchen, ist vollkommen klar und das wird auch weiterhin bleiben. Dafür werden dann einige Autos wahrscheinlich manche Straßen nicht mehr fahren dürfen, denke ich mal. Ne? Ich persönlich, muss ich zugeben, fahre sehr viel Auto, würde aber alles unterschreiben, dass ich das nicht mehr darf. Aber es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, um die Richtung zu sagen, das eine gegen das andere ausspielen, sondern es geht um die Moderation des zur Verfügung stehenden Raums. Wir werden in Zukunft Autos haben, ob die dann mit Verbrennermotor unterwegs sind oder mit Elektromotor. Wir werden Lastenräder haben, wir werden Fußgänger haben, wir werden Radfahrer haben, wir werden unterschiedliche Altersgruppen haben. Und der Raum ist begrenzt. Und da muss man also genau gucken und sagen, für alle muss ich ein Angebot schaffen. Und in einigen Stellen haben wir einen deutlichen Nachholbedarf. Den wollen wir jetzt auffangen in der Mobilitätswende. Und das führt eben dazu zu sagen, das ist eine gute Zone für eben Nicht-Autofahrer. Sorgen wir für andere Strecken. Da sind wir wieder bei den Veränderungsprozessen. Und insofern ist diese Strecke aber mit Anschluss auch letztendlich über die Steppke-Straße an die Blaue Route auch eine zentrale Achse, Fahrradachse durch die Stadt, auch zukünftig oder gerade dann. Im Moment ist es ja etwas schwierig, wenn einem die Busse entgegenkommen und. Das ist ja nicht so ganz einwandfrei. Okay, dann bin ich sehr gespannt auf die weiteren Vorher-Nachher-Bilder. Ich nenne das jetzt einfach mal so, auch wenn das nachher noch nicht so geplant ist. Ja, genau. Wir arbeiten uns weiter die Hindenburgstraße nach unten. Da bin ich eben noch vorbeigegangen, genau. So sieht es jetzt aus. Also jetzt ist es ein bisschen dunkler, aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen voller. Jetzt bin ich gespannt, wie es eventuell bald sein kann. Wenn diese Häuser jetzt zum Beispiel weg wären, Susanne Titz, das könnte Ihnen doch vielleicht als Museumsdirektorin gefallen, da könnte man nämlich direkt aufs Museum gucken, oder? Ja, es wäre grandios, weil das würde ja dann das erzeugen, was wir eigentlich immer gewollt haben, dass das Museum in der Stadt ist. Und da würde genau die Sichtachse entstehen. An der Stelle. Hollein hat es damals als eine Passage gewollt. Heute ist man etwas kritisch gegenüber Passagen.
Und nach all den Dingen, die wir einmal experimentell mit Künstlerinnen und Künstlern da gemacht haben, ist nun jetzt dieser Entwurf einer, bei dem eigentlich viel mehr entsteht, nämlich ein freier Raum und neuer Platz. So könnte es aussehen. Mit dem Blick dorthin stellt sich mir natürlich sofort die Frage, die Häuser, die da jetzt im Moment stehen, die gehören ja jemandem, die müssen ja dann auch weg irgendwann. Wie geht das? Ist das alles auch schon mitgedacht? Das ist alles mitgedacht, aber vom Grundsatz her muss man ja tatsächlich, wenn man sagt, die Stadt von morgen, dann muss man auch Bilder produzieren und einen Glauben oder das, woran man glaubt, dann tatsächlich auch mal zeichnen. Und es ist mit daran gedacht, wir sind ja in einer Phase, wo wir jetzt wieder ein Förderprogramm schreiben. Das wird nur mit zusätzlichen Fördermitteln gehen. Das wird ja die Stadt nicht alleine finanzieren können. Zum Zweiten, zum Teil gehören die Grundstücke schon der Stadt oder einer städtischen Tochter. Und zum Dritten wird man dann sehen, ob man noch dazu kaufen muss oder nicht. Das ist aber egal. Das ist im Prinzip der Blick über die Grundstücke, die wir im städtischen Eigentum haben. Und rechts und links, rechts in dem Bild, das ist ein bestehendes Gebäude. Das haben wir ein bisschen ummodelliert mit einem Geschoss oben drauf. Und links ist eben sehr schön zu sehen, dieser jetzt im Moment noch dargestellte Glaskubus. Aber da werden wir gleich vielleicht noch drauf kommen. Das ist ja, glaube ich, etwas, was Frau Titzern auch tatsächlich gefallen wird, weil das ja auch museale Nutzung haben soll. Nicht im Sinne von Ausstellung, sondern von Nutzungen, die dann auch ins Quartier in die Stadt hineingehen. Also insofern, man muss den Mut einfach auch haben, um zu sagen, das ist so, es ist mitgedacht. Wir haben Wege, wir zeichnen Wege auf zur Finanzierung und deswegen ist es nicht unrealistisch. Das ist schon mal gut zu wissen, ne? Also es wird ja keinen Sinn machen, solche Ideen in den Raum zu stellen, die völlig unrealistisch wären. Manchmal darf man sogar träumen, aber genau, wir müssen ja am Ende auch gucken, was man realisieren kann. Ich finde an der Stelle ganz wichtig, nochmal zu sagen, wir haben eben von Bad Brams gesehen, eine Zonierung der Hindenburgstraße und wir wissen aus vielen Gutachten, aus auch dem gesunden Menschenverstand, wir haben eben zu viel Verkaufsfläche. Ja, und was tun wir? Wir kombinieren unser Wissen und sagen, ja, dann sollten wir an der Stelle vielleicht mal Verkaufsfläche rausnehmen. Jetzt auch keine neue bauen, wo dann nachher eine Passage ist und wieder der nächste Angstraum und die nächste Schmutzecke, sondern dann lass es uns da wirklich mal umsetzen, weniger Verkaufsfläche, an der Stelle sowieso weniger Handel, neu produzieren und dann ist das eine Konsequenz daraus. Und ich finde das ganz wichtig, weil man ist ja häufig in Diskussionen so, ja, das sagt ihr alles, aber wo sieht man denn mal, dass ihr die Erkenntnisse durchsetzt, zum Beispiel dort? Jetzt hat Gregor Bonin eben gesagt, jetzt noch nicht mal unbedingt Ausstellungen, aber ist sowas vielleicht auch dann denkbar? Also wenn man jetzt so einen schönen Platz da vor Museum hat und dieses Glasgebäude, dass man das als Museum oder als Spielfläche fürs Museum mitdenkt? Ich glaube, am tollsten wäre es, wenn dieser Ort alles Mögliche sein kann und wenn er so angelegt ist, dass er auf das, was jetzt gerade aktuell ist in der bildenden Kunst, glaube ich, genauso wie in der Gesellschaft, nämlich Zusammenhänge erzeugen, zu kommunizieren, Freiräume, offene Räume zu haben, wenn er das alles schafft. Und wir haben nie darüber nachgedacht, da jetzt neue Museumsräume im klassischen Sinne zu machen. Es gab immer die Rede vom zweiten Bauabschnitt. Das war eigentlich nie unser Gedanke, sondern der war mal irgendwann in den 90ern. Es ist viel interessanter zu überlegen, einen ganz offenen Rough Space dort zu haben und zum Beispiel für Vermittlung oder für all das, was wir mit Schulen machen oder all das, was die freie Szene macht, ganz zentral in der Stadt einen Ort zu schaffen, wo sich alles miteinander verbindet. Also ich glaube, das Wichtigste und uns ist es in den letzten Jahren immer bewusst geworden, das Wichtigste ist, gerade in dieser Stadt die Menschen unterschiedlichster Kategorie zusammenzubringen. Also diejenigen, die sich sonst nicht kennenlernen würden. Irgendwie, das ist auch eine große Vision, aber die an einem Ort und mitten in der Stadt zusammenzubringen, weil das könnte auch der neue Nutzen dieser Innenstadt sein. Also wenn man sie nicht mehr zum Einkaufen braucht, dann brauchen wir irgendeine andere Idee, einen anderen Nutzen. Und der könnte, glaube ich, ideal dort oben sein. Und wie das Ganze aussieht, was daraus wird, das sollte man wieder so angehen wie damals mit Hollein. Man überlegt, was ist gerade ein neues Denken, was könnte jetzt ein Ort sein. Das kann genauso ein Aufreißen wie ein Abreißen sein, das kann alles sein. Und ich glaube, es ist hochinteressant, dann wieder mit denen zu sprechen, die sich gerade Gedanken über Bauen oder auch nur Bilden machen.
Wir wissen es einfach noch nicht. Das ist gut, dass das jetzt nur aus Glas ist. Ja, jetzt kommt bewusst. Bewusst, dass da aus Glas zum Beispiel, was die Bauweise betrifft, kommt nämlich eine Frage von euch, von Ihnen hier auch rein. Kann man historisierende moderne Architektur mitdenken, damit man den historischen Bezug erkennen kann? Da sind die Architekten gefragt. Ja, Architekten und Städtebau. Also wir sind ja in einem Förderprogramm und wir werden ohnehin dann zu gegebener Zeit auch für dieses Gebäude vermutlich mal eine Art von Wettbewerb machen und machen müssen. Also unterschiedliche Entwürfe auf der Suche nach der besten Lösung. Und ob und wie, inwieweit das dann historisierend ist, vermag ich im Moment nicht zu beurteilen. Hier jetzt an der Stelle, bei dem Durchbruch, kann ich ja eigentlich auf keine Historie zurückgreifen, denn es ist ja tatsächlich etwas Neues. Und die Antwort muss sein, die unterschiedliche Nutzung, die Frau Titz gerade angesprochen hat, in diesem Stadtgefüge in einer entsprechenden Kubatur unterzubringen. Und da würde ich mich im Moment noch nicht dazu raushalten und sagen, es muss mehr diese Richtung sein oder mehr jene Richtung. Also es wird viel von der Funktion bespielt. Und wir machen den Wettbewerb und werden uns dann gemeinsam das angucken und leidenschaftlich diskutieren, was da die beste Lösung für die Stelle ist. Noch eine Architektenfrage kommt direkt hindurch. Es gab die Idee von Architekten aus Mönchengladbach, die dort Museumshöfe erarbeitet haben. Sind das die Passagen, von denen eben kurz die Rede war, oder ist das was ganz anderes? Kann man dies noch mitdenken, ist die eigentliche Frage. Ja, der Workshop mit der Architektenschaft haben wir mit in unsere Überlegungen aufgenommen, sind auch mit dokumentiert. Der Workshop liegt jetzt 3 oder 4 Jahre zurück etwa. Und wir haben das damals uns ein bisschen orientiert und genannt Hackische Höfe wie in Berlin, also hintereinander geschaltete Höfe. In intensivsten Diskussionen haben wir dann eigentlich noch mal ein bisschen innegehalten und gesagt, ist es das Richtige? Das ist ja gerade, hat der Felix das ja auch schon genannt, ist es das Richtige, diese Höfe ineinander zu schalten, ohne genau zu wissen, welche Funktion ist es, welchen positives Raumgefühl gibt diese Fläche ab, und sind eigentlich mehr dazu übergegangen, eher in freien Räumen zu denken als in bebauten, aneinandergereihten Höfen. Aber bei dem Glas komme ich jetzt gerade noch mal drauf zurück. Da wart ihr euch eigentlich, das gefällt allen. Ja? Also die Idee, da habe ich hier sehr viel lachende Gesichter gesehen. Es geht noch mal ganz klar zum Verständnis: Das ist keine Architektur, sondern das ist eine Kubatur in der Größenordnung zu dem Platz. Da ist von der Architektur überhaupt noch keine große Aussage, sondern das ist ein Platzhalter, wo wir sagen, und damit müssen wir uns in den nächsten Monaten und Jahren intensiv beschäftigen. Was heißt Kubatur für mich als Laien? Länge mal, Breite mal, Höhe. Also wie ein Würfel, einfach mal ein Würfel aus Glas dahin gesetzt. Das könnte sein, in der Proportion würde das passen, um den Blick auf das Museum freizuhalten, um die bestehenden, um den Blick auf die Kirche noch mit freizugeben und so weiter. Also nicht mehr und nicht weniger. Okay, gut. Ich hoffe, dass eure Fragen damit auch fürs Erste beantwortet sind, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja gerade erst mal am oberen Teil der Hindenburgstraße und arbeiten uns weiter nach unten. So, da sehen wir das, was die ganz Älteren erinnern sich noch. Da war mal Quelle Technorama drin, habe ich meiner Tochter letztens erzählt. Dann Saturn, jetzt Leerstand, richtig? In diesem Gebäude dort an der Ecke. Und auch da bin ich wieder gespannt auf das, was da kommt. Cayetan, erzähl uns, was wir erwarten. ihr macht es spannend, ne? Ich würde gerne erstmal das Bild sehen, bevor ich euch weiter mit Fragen löcher. So, ich sehe grün. Ja, es ist tatsächlich so, und genau dieses Bild fasst ja viele Dinge, die gerade auch erwähnt wurden, zusammen. Also, dass wir mit unterschiedlichen Funktionen in dieser oberen Hindenburgstraße agieren wollen, nämlich oben Gastronomie, dann das Thema Kultur, jetzt das Thema Sport und eben auch das Thema zu viel Einzelhandelsfläche oder überhaupt Herausnahme von Flächen. Wir wissen, dass diese Kubatur, die dort jetzt gerade verschwunden ist, oder dieses Gebäude, was dort gerade verschwunden ist, auch seit Jahren leer steht und eben keine neue Nutzung bekommen hat. Wir sind mit dem Eigentümer in Gesprächen, auch wenn das wiederum eine Vision ist. Wir haben jetzt nicht um Erlaubnis gefragt, dieses Gebäude da zu entfernen, aber das ist eine Vision, wie es an dieser Stelle aussehen könnte, um eben die Qualität, auch die Ideen von Carlsen Brands an dieser Stelle umzusetzen, die Perle oder die Schönheit des Abteibergs wieder reinzuholen. Es ist auch eine ganz wichtige Stelle im Übergang zum Johann-Peter-Bülling-Platz, den wir über die zweite Förderperiode
der sozialen Stadt Gladbach und Westend auch wirklich zu einem Platz und nicht zu einer Umfahrt einer Tiefgarage gestalten wollen. So ist das nun mal heute. Okay. Und an dieser und an dem Johann-Peter-Bölling-Platz sind ja auch ganz viele wichtige Funktionen, die auch in zweiter Reihe sind, wenn man ehrlich ist, nämlich nicht nur das Museum, sondern auch das Haus Erholung ist viel oder von dieser Stelle gar nicht sichtbar. Mhm. Das Huma schon, aber ich glaube, dass auch so eine Nutzung viel mehr für Belebungen genutzt werden kann, beziehungsweise eingesetzt werden kann. Und an dieser Stelle das Thema Spiel und Sport, wenn man das jetzt intensiver reinzoomen würde, das können die Zuschauer demnächst auch im öffentlichen Raum sehen, deswegen wir zoomen jetzt nicht intensivst da rein, aber dann sieht man die vielfältigen Sport- und Freizeitangebote, die an dieser Stelle entstehen, haben ja auch einen Bezug zu dem Thema Park, zu dem Thema Schule. Und Bad Brandt hat es ja gesagt, das Thema Wohnen in der Innenstadt wird auch ein ganz wichtiges in Zukunft sein. Und wenn ich Menschen dort wohnen lasse, muss ich denen auch Freizeitangebote abgeben, weil das nun mal der Wohnort dieser Menschen auch ist. Mhm. Und so entsteht quasi an dieser Stelle, finde ich, eine schöne Symbiose aus ganz vielen Themen, nämlich Herausnahme von Einzelhandelsfläche und die Überführung in zukünftige Nutzung oder die Angebote, um zukünftige Nutzung auch tatsächlich zu unterstützen. Das würde ja auch das unterschreiben, wovon eben die Rede war, dass verschiedene Nutzungen dann dazu führt, dass eben verschiedene Menschen sich kennenlernen, also die Sportler mit den Kulturinteressierten, also nicht, dass es nicht auch welche gibt, die beides gerne machen, aber wirklich was Vielfältiges da haben. Jetzt fällt mir was auf, da rechts, da fährt jetzt gerade so ein kleines Zukunftsgefährt weg. Eben habe ich das schon in Schwarz-Weiß-Grün gesehen, da habe ich gedacht, das wäre einfach so ein kleiner Borussia-Bus gewesen, aber hat der auch was mit den Ideen zu tun oder ist das auch ein, wie hieß das, Kubator auf vier Rädern dann? Kubatur auf vier Rädern, ja, sehr schön, ja, ist ja das Kleinwiegel. Nein, das symbolisiert einfach, wenn wir uns über Mobilität in der Innenstadt unterhalten, müssen wir uns natürlich unterhalten, wie kann man die lange Strecke, das hat er, haben wir ja eingangs schon erwähnt, wie kann diese lange Strecke überwunden werden? Wenn wir die Busse rausnehmen als notwendige Voraussetzung, überlegen wir trotzdem, wie kommen wir von oben nach unten und von oben nach unten und von unten nach oben. So, und da ist die Idee, tatsächlich mit Elektrobussen möglicherweise zu irgendeiner Zeit auch selbstfahrende Transportmittel über die Hindenburgstraße laufen zu lassen, dass man von A nach B auf möglichst dann auch gut kommt. So, das ist, insofern ist das nicht nur einfach so reingezeichnet, sondern das ist die Mobilität der Zukunft für die Hindenburgstraße. Was sind denn Achso, Kaitan, ja. Man darf auch eine Sache nicht vergessen, auch wenn man sagt, wir reduzieren die Einkaufsfläche. Es wird das Thema Konsum oder Einkaufen wird auch in 20 und in 30 Jahren in einer Hindenburgstraße da sein. Und wir müssen diese Bereiche auch anliefern. Also wir haben zu viel Verkaufsfläche und wir wissen, dass bestimmte Ketten oder bestimmte Formate verschwinden werden in den nächsten Jahren. Aber nichtsdestotrotz, Gastronomie, bestimmte Einzelhandelsnutzung werden bleiben und die müssen wir auch anliefern. Und dieser kleine Bus, der dort zu sehen ist, er verdeutlicht ja auch, wir werden diesen Bereich dennoch in irgendeiner Art und Weise befahren müssen. Man muss ja auch eine Feuerwehr da durchlassen. Wir wollen da auch keine großen 7,5 Tonner als Lieferverkehre in Zukunft sehen. Ich glaube, das wird auch nicht der Fall sein. Also das ist nicht so, dass wir die jetzt morgen verbieten werden, sondern man wird sich umstellen in den nächsten Jahren. Und das sind nicht zwei, sondern da reden wir über 10, 15 Jahre. Und dann wird auch eine Andienung dieser Lokale, um sie eben mit Waren zu bestücken, ob es ein Kaffeesack ist oder ein Paket Hosen, wird man einfach eine gewisse Mobilität in diesem Bereich brauchen. Und das soll ja auch damit signalisiert werden, damit es eben nicht so aussieht, als hätte man nur freie Fläche und nur Bäume da reingetan. Es ist auch ein Verkehrsraum trotzdem. 10, 15 Jahre sprichst du an, genau, ein Zeitraum, den man ja mittelfristig überblicken kann. Jetzt sagen vielleicht einige Mönchengladbacherinnen und Mönchengladbacher, ja, wir wollen aber jetzt schon ein bisschen Veränderung sehen. Was sagen wir denen? Den sagen wir, wir sind doch schon unterwegs. Und wir können das nicht oft genug sagen, wir fangen ja nicht heute an, sondern wir haben eine erste Förderperiode schon hinter uns liegen. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, weil wir kriegen ja in unterschiedlichsten Gesprächen, kriegen wir gesagt, ja, wann geht es denn endlich los? Wir sind schon unterwegs. Denken Sie nur daran, was wir zum Beispiel, Platz der Republik ist im Bau, wird jetzt im September fertiggestellt, Bahnhof. Der ZOP, also mit Fördermitteln, der ZOP ist im Bau. Die Bibliothek, also zentrale Omnibusbahnhof, die Bibliothek wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres fertig. Die wird fertig, ein fantastisches Denkmal umgebaut, wird fertig. Das Finanzamt nebenan, das alte Finanzamt, ist abgerissen. Die Markthalle, wir haben es gesagt, ist da. Die Marie-Hilf-Gelände ist abgerissen.
da sind, glaube ich, jetzt nur die wesentlichen. Die Westend-Promenade ist im Bau. Der Hans-Jonas-Park ist im Bau. Der Gero-Park beginnt im März. Der Umbau der Lüpper-Zender-Straße beginnt. Also deswegen sagte ich auch eingangs, wir müssen gucken, dass wir in die Köpfe kommen und können nicht oft genug betonen, wir sind unterwegs und wir machen aber weiter. Wir sind keineswegs zu Ende. Und der gesamte Prozess dauert eben die genannten 10, 15 oder 20 Jahre. Und da müssen wir jetzt, haben wir damit eine Linie gebracht und die müssen wir weiter folgen. Wir sind unterwegs. Ja, auch mit diesem Zentrendialog übrigens. Also gerne weiter erzählen, dass es sowas gibt, ja, dass man sich noch weiter beteiligen kann mit Ideen, mit Fragen, die hier weiter reinkommen. Wunderbar. Eine haben wir eben schon kurz angerissen, wahrscheinlich ein bisschen zu spät reingeklickt. Wird Wohnen auch auf der Hindenburgstraße mitgedacht? Wenn ja, wo? Eben habe ich gesehen, unterer Teil, aber wahrscheinlich nicht nur unterer Teil, denke ich mal, bei diesen Ideen. Ne? Wo wird Wohnen mitgedacht? Überall. Also es ist ja so gedacht, dass, weil dieses Eingangsbild, es soll gemischt sein. Es sollen alle Funktionen vielfältig in der Innenstadt verteilt sein. Wir wollen nicht nur einen Bereich für den Einzelhandel und 100 Meter weiter ein reines Wohnquartier, sondern wir wollen wirklich alles in die Innenstadt bringen. Insofern kann es sein, dass wir an so einem Standort auch noch mehr Wohnen haben, gegenüber mehr Wohnen haben, dass wir vielleicht im unteren Bereich auch mehr Wohnen haben, dass wir am Alten Markt mehr Wohnen haben. Aber Wohnen ist natürlich auch ein zentrales Thema für die Zukunft der Innenstadt und das soll dann auch dort stattfinden können. Muss ich mir so eine Umgestaltung einer Stadt dann mittlerweile so vorstellen, wie das bei einer App ist, sagen wir mal. Eine App ist ja auch nicht so, dann wird die gemacht und dann ist die fertig und dann gibt es irgendwann eine neue, sondern ständig gibt es ein Update. Also es ist wirklich ein ständiger Prozess. Kann man sich so Stadtumgestaltung, Stadterneuerung heutzutage vorstellen? Also das Wichtige ist ja, es ist immer eine stete Veränderung und der muss man sich auch stellen. Aber, und deswegen reden wir ja durchaus über gewisse Zeiträume, wir reden von gebauter Veränderung. Und ich mache eben aus einem ehemaligen Ladenlokal nicht mal eben eine Wohnung. Und ich mache aus einem Einkaufszentrum auch nicht anschließend mal eben ein Bürogebäude. Sondern man hat eben gewisse Grundlagen, die da sind. Aber natürlich versuchen wir es ja auch an der Stelle einfach mit einer gewissen Offenheit zu machen. Und wir könnten auch was anderes vorstellen. Wir könnten auch für gerade den oberen Bereich, wir können auch sagen, wir vermarkten die Grundstücke und da wird da irgendwas gebaut. Aber dann haben wir vielleicht eine Chance vertan, einfach mal einen Freiraum zu schaffen. Und alles, was wir jetzt machen, machen wir mit Blick auf die nächsten 15 Jahre. Und vielleicht wird in 20 Jahren die nächste Generation da sitzen und sagen, und jetzt machen wir was anderes. Und das Recht muss jede Generation ja haben. Und jede Entwicklungsepoche einer Stadt auch haben. Und wir haben jetzt die große Chance, mit vielen Fördermitteln, mit einer aktiven Stadtgesellschaft was zu bewegen. Und das ist jetzt eben, wie Frau Titz auch schon sagte, der Blick von heute, der Blick in die Zukunft. Was glauben wir, was passiert? Und wir werden sehen, wie sich dann in ein paar Jahrzehnten vielleicht dann wieder etwas verändert. Und dann sind wir froh darüber, dass jede Generation dann ihre Antworten findet. Vielleicht kommt... Vielleicht noch mal eben kurz auf deine Fragestellung. Zeigt ein sehr gutes Grundverständnis von der Stadtplanung. Kann ich fast einen Job anbieten in der Stadtplanung. Weil besser nicht jetzt auf einmal verändert sich die Stadt, sondern das originäre Wesen einer Stadt ist es seit Gründung, dass sie sich immer verändert. Immer verändert, ist nie fertig. Verändert sich immer aufgrund unterschiedlichster Anlässe. Und das ist die Hauptaufgabe, die wir auch wieder vor uns haben. Also ein dauernder, iterativer Prozess. Vielleicht auch irgendwann eine Seilbahn. Ist das ein Thema? Frage von euch. Ja, es gab ja schon die unterschiedlichsten Ideen, so ein Wagen wie in San Francisco, der hochgezogen wird. Eben haben wir sehen es auch gerade noch hier, ich weiß nicht, ob ihr es gerade auch noch eingeblendet seht, diese kleinen Busse. Spielverderber bei der Seilbahn. ich fand das eben schon bei der Frage schön, kann ich mit dem Fahrrad da noch langfahren? Ja, also vom Raum geht es, es kommt immer auf die Muskelkraft an, ob ich auch wirklich die Hindenburgstraße hochkomme. Ne? Also ich glaube, das ist eher ein Thema und das Gleiche gilt dann auch für andere Verkehrsmittel. Also ja, es gab mal eine Studie, welche Möglichkeiten sind da und es gibt jetzt bewusst kleine Busse, wo wir glauben, das kann funktionieren und andere Verkehrsmittel sind zwar cool, aber schwierig realisierbar. Also auf diesen Bildern ist jetzt schon die Favorite-Idee, ja? Also wo ihr sagt, jo, so können wir uns das gut vorstellen. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen zu gerade, weil du das Thema 10, 15 Jahre angesprochen hast und ich glaube, also das ist auch das Ziel der Zentrenstrategie, auch Verständnis in der Stadtgesellschaft zu wecken. Man muss auch verstehen, warum auch für bestimmte Prozesse auch 10 bis 15 Jahre auch angedacht sind. Der Umbau eines öffentlichen Raumes, der uns gehört, also der uns als Stadt gehört, auf den wir einen Zugriff haben, ist, wenn man die Mittel hat, über eine Förderung ein relativ einfacher Prozess. Wir beteiligen, wir planen und wir setzen um. Wenn ich das Thema Wohnen in einer Innenstadt oder überhaupt stärken will, dann muss ich auch ein Eigentümer sein und ich muss zumindest einen willigen Eigentümer haben. Und was viele nicht wissen, es sind ja teilweise Zugänge zu den Obergeschossen, also im innerstädtischen Bereich, in den
60er, 70er, 80er Jahren zugebaut worden, weil man mit dem EG so viel Geld verdient hat, also mit dem Erdgeschoss, dass der Eigentümer gar kein Interesse hatte, in den Obergeschossen irgendeine Nutzung anzusiedeln, sondern höchstens Lagerflächen gemacht hat. Wenn ich heute Obergeschosse wieder nutzen will, das betrifft natürlich nicht die gesamte Innenstadt von Mönchengladbach oder von Reith, dann muss ich teilweise auch die Gebäude transformieren. Ich muss wieder Zugänge nach oben schaffen. Und wenn ich nicht Eigentümer bin, können wir uns alle hier sehr viel wünschen. Aber wenn der Eigentümer nicht mitmacht, dann dauert das. Und dieses Verständnis muss geweckt werden. Und es muss auch eine Anpassung der Mieten stattfinden. Das ist ja das, was wir über das Sofortprogramm, was die Länder oder was das Land gerade ja auch versucht mit bestimmten Fördermitteln, dass sich Mietpreise anpassen. Das passiert automatisch. Diese Renditen sind heute nicht mehr erreichbar, wie sie früher waren, weil eben Einzelhandel in den Online-Segment oder ins Online-Segment gegangen ist. Und das wird noch ein bisschen dauern. Also die Bereitschaft oder dieser, wir benutzen gerne das Wort Anpassungsschmerz, also das wird in vielen Bereichen wird es sein. Ja? Das wird beim Eigentümer der Anpassungsschmerz zu niedrigeren Mieten sein. Das wird beim in der Mobilität wird es so sein, dass wir eben nicht alle individuelle Mobilität leben oder bestimmte Dinge eingeschränkt werden. Und das sind, also das ist ein Prozess. Deswegen ist, sind 10 bis 15 Jahre für einen Stadtplaner, wenn man ehrlich ist, kein langer Zeitraum. Auch wenn wir uns alle schnellere Erfolge wünschen würden oder schnelleres Umsetzen. Und Anpassungsschmerz heißt auch Mut zur manchmal unbequemen Wahrheit für einigen. Also das ist, wenn jetzt einer gerne LKW fährt, dass der eben nicht mehr mit dem 7,5 Tonner. Also ich übertreibe jetzt natürlich, aber das gehört dazu. Das ist eine psychologische Geschichte. Wenn ich mein Leben lang mit dem Auto irgendwo hingefahren bin und de facto kann ich aber mit dem Fahrrad genauso schnell fahren, nur ich komme halt ein bisschen aus der Puste an. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe und das morgens quasi gelebt habe, dann passiert es, also dann ist es für mich eine ganz normale Geschichte. Das ist, wenn es ab morgen kein bestimmtes Lebensmittel mehr geben würde, dann stellen wir uns auch um und in dem Moment fehlt es einem, aber irgendwann vermisst man es ja gar nicht mehr. Also es ist eben, ich habe das jetzt so ein bisschen schmunzeln gesagt, Anpassungsschmerz, aber das gehört einfach dazu. Es ist ein Veränderungsprozess und darüber sprechen wir ja heute. Und dazu gehört auch eben eine Veränderung in uns. Wie ich eben sagte, ich fahre selbst viel Auto, eigentlich zu viel und würde das sofort unterschreiben, wenn man das manchmal eben nicht mehr darf. Und auch daran würde ich persönlich mich auf jeden Fall dann gewöhnen. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Das, was du gerade gesagt hast oder was ihr gesagt habt, ist auch die nächste Frage. Habe ich rausgehört, fast eigentlich schon beantwortet. Seid ihr denn im Dialog mit vielen Immobilieneigentümerinnen und Eigentümern? Das war ja in der Vergangenheit schon mal ein Problem. Wir sind in beiden Zentren, nicht nur über die soziale Stadtförderprogramme, wo wir auch Fördermittel für die Eigentümer herausgegeben haben oder herausgeben, sondern seit vielen Jahren dort mit Eigentümern im Dialog. Es ist aber tatsächlich so, dass wir häufig immer nur die gleichen erreichen. Das sind die, die in Mönchengladbach wohnen und die sich wirklich noch um ihre Immobilie kümmern. Die Herausforderung liegt eigentlich eher darin, die Eigentümer zu erwischen, die eben die Stadt irgendwann verlassen haben oder die Immobilien vererbt wurden. Das ist in Innenstädten häufig der Fall oder in Zentren, nicht nur in Mönchengladbach. Und wir versuchen es aber immer wieder. Wir haben jetzt die nächste Veranstaltung, die wir explizit auf Eigentümer auch ausrichten, ist am 1. April im Haus Erholung. Dazu wollte ich eigentlich gleich was sagen, aber das kann ich ja jetzt an dieser Stelle schon machen, wo wir auch Eigentümern mal zeigen wollen, wie bestimmte Umnutzungen passieren können. Ja? Also wir nennen das Orte mobilisieren. Unter diesem Titel läuft dieser Zentrendialog endlich auch im analogen Format, also wo wir ganz bewusst Bürger einladen und Eigentümer, aber auch interessierte Bürgerinnen, das Thema Orte mobilisieren mit uns zu diskutieren. Es geht nicht um das Was, sondern um das Wie. Wie kann das geschehen? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Nicht jeder Leerstand ist auch nutzbar. Zum Beispiel wird ein Thema sein an diesem Tag. Und die Quartiersmanagement, wir sind ja hier im Büro des Quartiersmanagements, sind ja sehr aktiv dran. Aber es ist ein langer Prozess und es gibt Willige und ich glaube, je mehr Willige es gibt, umso mehr Nachbarn können auch mitgenommen werden und so, denke ich, wird man das Eis irgendwann brechen können. Oder es ist vielleicht gebrochen, aber es ist immer noch sehr dick. Aber ihr seid im Dialog, höre ich da raus, beziehungsweise absolut. Bei denen, mit denen, die dialogbereit sind, ne? Und sich dann vielleicht auch zurückmelden oder sagen, ja, könnte ich mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen zu verkaufen, ich könnte mir vorstellen, dass es umgebaut wird, dass es abgerissen wird, wie auch immer. Also dicke Bretter, die da zu bohren sind. Gucken wir
nochmal weiter und jetzt bin ich gespannt, ob wir schon am Sonnenhausplatz landen. Ja, ich persönlich mag den sehr gerne, liebe auch die Esel. Jetzt bin ich gespannt, was mit den Eseln passiert. Susanne Titz. Ich habe den grünen Pullover an, aber ich muss zugeben, ich bin ganz überrascht, dass man schon nach 10 Jahren diesen Platz wieder verändern will. Also ich kann es nur mit Klima begründen. Ich glaube, klimatisch ist es unter Umständen jetzt wirklich notwendig, dass man ganz vieles auch sehr schnell neu denkt. Aber ja, was ich gut finde, ist, dass die Linien bleiben in der Planung, weil um die Linien geht's. Und das sind ja die Eselswege, aus denen die Städte gemacht wurden. Und wahrscheinlich brauchen wir die jetzt auch wieder. Diese ganzen Gedanken über die Eselswege, die die Städte gemacht haben und über das Leben in den Städten. Und da muss dieses Symbol der Esel bleiben. Und wenn dazwischen Gras kommt, bin ich gespannt. Jetzt habe ich dem Sebastian Lieser fast das Wort abgeschnitten, weil ich an Susanne Titz abgegeben habe. Aber ich habe vor allem wegen der Esel gefragt. Und ich sehe ja die Esel noch, ich sehe die Wege noch, ich sehe viel Grün. Und diese Frage, als ich im Vorfeld davon gesprochen habe, dass wir hierüber reden und es auch um Begrünung geht und dass auch der Sonnenhausplatz verändert werden soll, da habe ich genau das häufig gehört. Oh, wird der schon wieder verändert? Also das, was Frau Titz gesagt hat, sieht man ja auch auf diesem Bild. Die Kunst bleibt so, wie sie gedacht war. Aber der Wert klimatisch mit der Grünfläche, aber vor allen Dingen die Anbindung, dieses Bild zu zeigen, dort geht es in einen Park, dort geht es zu Hauserholung. Die Mauern hinten bei Hauserholung werden ja geschliffen. Zugänglichkeit, Erfahrbarkeit, Erlebbarkeit, ist das sozusagen der Park bis ans Mintor herangezogen. Und das ist die wesentliche Aussage und das ist die wichtigste Aussage. Vom Grundsatz her kann man jetzt natürlich diskutieren, wie viel ökologischen Wert hat eine Wiese. Das ist ein Aspekt. Aber viel wichtiger bei uns Planern, tatsächlich auch nach 10 Jahren zu sagen, wenn der Grundgedanke, so wie jetzt mehrfach betont, das Grün bis an die Hindenburgstraße heranzuziehen, ist das ein wesentlicher Auftritt, sozusagen der Eintritt in den Park mit all den Nutzungen, die dahinter liegen. Und deswegen ist uns dieses Bild so enorm wichtig. Und wenn wir mal bei dem Update und dem App-Vergleich bleiben, wäre das dann sozusagen Update Sonnenhausplatz, weil man gemerkt hat, jetzt gibt es andere Anforderungen, auch klimatisch. Genau. Oder ist das vielleicht, jetzt bin ich ein bisschen provokativ, dass man sagt, naja, der Glitzerasphalt, der hat vielen nicht gefallen, der war im Sommer vielleicht ein bisschen zu blendend, wenn man da runtergefahren ist. Das waren Einwände, die ich häufig gehört habe. Wie gesagt, mir hat es gefallen, aber mir gefällt auch das. Für mich war das auch, wenn die erste Mal für 3 Jahre, dass ich hier kam, ich dachte, wow, das ist ein schönes Platz. Ne? Das ist hip, das ist neu. Aber wir haben gerade gesagt, eine Stadt ist immer in Bewegung. Eine Stadt ist ein Ökosystem und das sind Megatrends, die uns denken auch weiterdenken. Und wir machen hier nicht so viel anders. Die Esel bleiben, die Linie bleiben. Wir machen nur teilweise was Asphalt raus und was Grün herein. Ich sage das sehr simpel. Aber das Idee war, und das ist nicht, dass es so wird, aber um die Diskussion offen zu machen, dass eigentlich die Qualität hier auf dieser Strecke der Hindenburger Straße hinter den Häusern liegt. Und wie kriegen wir das, die schöne Gebäude dahinter, das Gebäude da am Ende, das Park, wie kriegen wir das nach der Hindenburger Straße zu? Das ist die Qualität hier und das entdecken wir, das öffnen wir hier mit den in diesem Fall ein einfacher Eingriff. Das sieht sehr radikal aus, aber ist nicht so. Da war das Vorher-Nachher-Bild am eklatantesten, ja, ne, ja, bisher. Das sieht radikal aus, aber zum Beispiel, um das umzusetzen, ist nicht so schwer hier. Wir brauchen keine Gebäude abzubrechen. an der Stelle können wir es machen, genau. Und ich finde das Wichtige an der Stelle, was ist schlimmer, als nach wenigen Jahren etwas wieder zu verändern, zu behaupten, dass alles richtig gewesen sei? Also ich finde, das zeichnet ja auch ein Stück weit auch die Planerinnen und Planer an der Stelle aus, zu sagen, ja, wir haben eine Überlegung gehabt und die Stadt hat sich viele Gedanken zu Glitzerasphalt und allem Möglichen gemacht und ich kann mich auch daran erinnern, als dieser Platz eröffnet wurde und wir stehen eben heute ein paar Jahre später und sagen, also dieser Platz ist bedeckt von vielen Kaugummis, für Veranstaltungen bedingt nutzbar, der Hitzeeffekt ist da und dann dürfen wir schlauer werden. Und ich finde, das zeichnet auch eine moderne Stadtgesellschaft irgendwo aus, dass man eben auch schlauer werden darf. Voll, absolut. Also würde ich sofort unterschreiben. Ich denke, so ganz subjektive Erfahrung, ohne da eine Erhebung gemacht zu haben, dass die meisten das unterschreiben würden. Und zwar nicht nur in Mönchengladbach. Und viele, glaube ich, auch unterschreiben, dass mehr Grün
Mönchengladbach gut tut. Wenn ihr dazu Anregungen habt, her damit. Wir warten weiterhin auf eure Fragen. Eine kam eben noch, muss ich noch mal ganz kurz thematisch zurückspringen. Die geht an Susanne Titz oder eigentlich an die gesamte Runde, aber ich gebe sie jetzt mal. Nämlich, ob das Gebäude, in dem Saturn war, oben, was wir eben gesehen haben, ob man das kulturell bespielen könne. Sicherlich. Und die Frage ist, wo ist es am besten, am interessantesten, etwas zu machen? Welches Haus kann vielleicht eine ganz andere Funktion einnehmen? Welches könnte einfach ja eben recycelt werden? Also die Frage ist ja, bauen wir überall neu, wenn wir etwas abreißen? Oder gibt es auch etwas, was eine völlig neue Form? Ich denke immer wieder an James Wines und Zeit. Irgendwann Ende der 60er Jahre hat man angefangen, Ruinen zu bauen. Und man hat auch irgendwann angefangen, aus Häusern andere zu machen. Und ich glaube, da wäre von unserer Seite aus jedes Gebäude interessant. Und mit uns würde ich dann auch sogar sagen, da ist, glaube ich, die ganze Kulturszene in Mönchengladbach hoch interessiert, zu überlegen, was kann man denn mit der Stadt machen und wie kann man dann auch solch ein Gebäude völlig neu nutzen. Als Ergänzung zu den Worten von Frau Titz. Wir sind ja nicht Eigentümer an dieser Stelle. Das ist eine Vision. Wenn der Eigentümer nicht mitspielt, wir sind auch im Dialog mit ihm, wenn der Eigentümer nicht mitspielt, wird das nicht passieren. Aber diese Nutzung, also das, was dort dargestellt wird, das Thema Sport oder andere Nutzung, das ist ja, Sport ist ja auch ein Teil vom kulturellen Leben. Wenn der Eigentümer bereit ist und darin natürlich auch eine gewisse Rendite sieht, kann man auch das Thema Sport innerhalb dieses Gebäudes verwirklichen. Man kann das Gebäude ja auch ganz anders öffnen. Man kann es transparenter machen, ob man mit Glasfassaden oder mit Glaselementen arbeitet, sodass ein Sport oder egal welche Nutzung zwar drinnen passiert, aber Auswirkungen oder eine belebende Wirkung auf den Außenbereich hat. Also das sagen wir ja häufig heute Abend, das sind Visionen, das sind Möglichkeiten, an denen wir gerne arbeiten wollen. Nur ob uns alles gelingt, ist dann die große Frage. Vor allem an den Stellen, wo wir noch nicht Eigentümer sind oder wo wir mit dem Eigentümer noch in Gesprächen sind. Würde ich noch kurz um einen Aspekt ergänzen. Wir reden natürlich auch immer wieder, und das muss auch unsere Grundlage sein, über die generationengerechte Stadt. Das heißt, ich muss, wenn es eine attraktive Innenstadt ist, alle Altersgruppen, alle Interessenlagen aufmachen. Man muss nur aufpassen auf einmal, dass wir jetzt nicht nur eine Jugendstadt machen, also im übertragenen Sinne. Insofern wäre es und ist, glaube ich, muss unser Bestreben sein, die unterschiedliche Nutzung. Die Innenstadt muss attraktiv sein mit Nutzungsmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Generationen. Und das sollten wir und das müssen wir und das machen wir auch dann betrachten. Und insofern wird über die weiteren Gespräche, über die Fördermöglichkeiten, werden wir das dann auch in Balance bringen müssen. Denn hier auf dem Bild sieht man ja auch eigentlich sehr schön, das Steppesfelder, das wird ja jetzt in der nächsten Förderperiode auch aufgewertet, den heutigen Funktionen entsprechend umgebaut werden. Da wird etwas für die Jugend gemacht an anderen Stellen. Aber ich plädiere nochmal für, und wenn es heißt Sport und Spiel, es gibt wunderbare Beispiele, lass uns einen generationengerechten Spielplatz machen. Das ist nicht nur, und dann ein Schild dran, Altersgruppe 8 bis 10 und da hinten die 5 Quadratmeter 12 bis 14 und dann der Bolzplatz, sondern tatsächlich auch zu sagen, diese Gemeinschaftsflächen tatsächlich über Generationen hinweg. Gibt es Beispiele, kenne ich so in Innenstädten im ausgeprägten Sinne noch nicht, sollte aber unser Ziel sein. Ja, toller Gedanke auf jeden Fall, schließt an das an, was wir eben gesagt haben, dass man das gemeinsam, ist ja auch der Untertitel, Zentrendialog, gemeinsam Mönchengladbach, also dass das wirklich ganz egal, welches Alter, welches Geschlecht, welche Nationalität, also dass man wirklich gemeinsam als Stadt sowas auf den Weg bringt. Schöne Idee, schöne Vision, also wenn das mit Leben gefüllt wird, bin ich sofort dabei. Jetzt sind gerade noch Fördermittel angesprochen werden, denn bezahlt werden muss sowas natürlich auch, wenn sowas umgebaut wird. Jetzt weiß ich, dass es Fördermittel gibt. Es gibt ja auch verschiedene Projekte, Kajetan. Du bist, glaube ich, an dreien beteiligt. Kann man dann auch manchmal Fördermittel aus dem einen in das andere rübernehmen und sagen, okay, wir nehmen das jetzt nicht dafür, sondern dafür? Laufen solche Prozesse parallel oder wie ein Zahnrad? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also Förderprogramme sind so wie Taschengeld von den Eltern. Wenn die Eltern sagen, geh raus und kauf dir Schuhe und du kaufst dir was anderes, dann werden die sagen, warum hast du denn nicht das gekauft, was ich dir gegeben habe, also wofür ich dir das Geld gegeben habe. Also switchen können wir das Geld nicht einfach mal so und sagen, wir benutzen das jetzt mal eben für was anderes. Aber wir
zapfen, in Anführungsstrichen, oder wir bedienen uns der Förderprogramme, die dafür da sind, um die Ziele, die wir haben, weiter zu verfolgen. Also es gibt eben, ja, wir oder meine Abteilung leitet quasi die soziale Stadt Gladbach und Westend. Wir haben das Sofortprogramm bei uns, weil wir eben eine Abteilung sind, die mit Fördermitteln arbeitet. Aber erstens arbeiten wir zusammen, weil die Planungen entstehen in den Abteilungen unter anderem vom Sebastian Lieser. Und diese Programme greifen ja ineinander. Das ist ja nicht so, als würden wir das immer wieder neu erfinden, sondern das Sofortprogramm gibt uns eine Möglichkeit, auf Eigentümer zuzugehen, Mieten zu finanzieren bzw. Nutzung zu unterstützen, dass wir einfach eine Belebung machen. Das zahlt ja darauf ein, dass wir über die soziale Stadt einerseits in den öffentlichen Raum investieren, andererseits aber auch die Bibliothek umgebaut haben, das Jugendzentrum umbauen wollen, das Jugendzentrum in Westend zu einem Bürgerzentrum umbauen wollen, das gehört auch dazu. Also es sieht zwar für viele aus wie drei unterschiedliche Stränge oder unterschiedliche Projekte, aber im Endeffekt arbeiten wir an einem Ziel und das ist eine Attraktivität unserer Stadt, das ist die Attraktivität unserer Zentren und eine Lebensqualität für die Bürgerinnen hier. Darum geht's. Und es sieht genauso wie die Kubatur, es sieht häufig so aus, als wäre es nicht zusammen oder als wären es Parallelprozesse, aber wir synchronisieren sie oder wir arbeiten synchron daran, aber das ist natürlich nicht immer so einfach darstellbar. Die Planung, die Hindenburgstraße in der gesamten Länge, die Grundlage städtebaulicher Planung, damit wir das dann übernehmen können in die Fortschreibung der Städtebauförderung. Das ist halt ein kontinuierlicher Prozess, der auch nur funktioniert interdisziplinär. Sind ja nicht nur Stadtplaner und Stadtgestalter, sondern Ökologen dabei, Soziologen und, die unterschiedlichen Dezernate mit den Ansprüchen. Wir können ja auch nicht nur Steine setzen, sondern da sind ja auch noch andere Ansprüche vom Fördergeber. Und die sind alle zu berücksichtigen und deswegen interdisziplinär aufgestellt und wir koordinieren alles mit eigenen Ideen und Städtebau. Also insofern ein Strang durchgängig und wir hoffen, dass er dann eben die nächsten 10 oder 20 Jahre durchgängig hält. Ja, wir hangeln uns weiter an der Hindenburgstraße entlang, merken aber schon, dass logischerweise die Umgestaltung der Stadt mehr ist als die Hindenburgstraße und, wie wir jetzt hier sehen, die Bismarckstraße. Hindenburgstraße, Ecke Bismarckstraße, neuralgischer Punkt bisher, wenn man shoppen wollte in Mönchengladbach oder auch durch Mönchengladbach durchgefahren ist. Und auch da bin ich auf das Nachherbild gespannt. Vielleicht überlegen wir nochmal, sorry, wenn ich das nochmal spannend mache. Klar, aber ich finde es nochmal ganz interessant, an der Stelle darauf hinzuweisen, wir sehen ja jetzt an dieser Stelle eine vierspurige Straße mitten durch die Innenstadt. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, dann haben wir genau diese Situation so auch gesehen vor 15 Jahren am Sonnenhausplatz. Da sieht man eigentlich, was es für Möglichkeiten gibt, wenn man nochmal etwas anders denkt. Ne? Sie, wir haben ja gerade gehört, Sonnenhausplatz ist ein toller Ort, gehe ich gerne hin. Das war ja vor ein paar Jahren noch auch genau dieselbe Situation. Eine große Straße, Asphaltfläche, viel Autoverkehr. Und dann hat man überlegt, wie kann man das anders gestalten? Was kann man anderes tun, ohne dass die Innenstadt ihre Erreichbarkeit verliert? Aber wie kann man vielleicht den Verkehr neu sortieren und gewinnt dann eben eine andere Qualität? Und dann, damit wären wir jetzt an dieser Stelle beim nächsten Bild. Aber ich erinnere mich noch, Steppke-Straße, die zuzumachen, war das Geschrei auch ein bisschen größer, ne? Ja, aber es ist ja dann, ja, es gab viele, viele, klar, Einwendungen, es gab viele Ideen, Tunnel, genau. Man hat es genau untersucht und man hat überlegt, was kann man mit dem Verkehr machen. Und ich finde, heutzutage merkt man auch, es hat funktioniert. Es ist ja nicht so, als wäre der Verkehr kollabiert in der Innenstadt. Nee. Und das ist jetzt hier die Überlegung, ob man das vielleicht auch mit einer Bismarckstraße machen kann. Oh, vielleicht spannend. In 10 Jahren, vielleicht in 15 Jahren. Nicht jetzt sofort, sondern es ist natürlich wichtig, dass wir überlegen, wie komme ich weiterhin auch mit dem PKW in die Innenstadt. Das werden wir auch untersuchen, das werden wir jetzt konkret angehen in den nächsten Jahren und dann überlegen, ob man vielleicht zu so einem Bild mal hinkommen kann. Denn es ist ja auch wichtig, dass wir das Einkaufen stärken. Wir haben jetzt über viele andere Funktionen gesprochen, viele andere Nutzungen, aber Einkaufen, Einzelhandel wird immer noch ganz zentral in der Innenstadt bleiben. Wir wollen es fokussieren, wir wollen es konzentrieren auf den Bereich zwischen Europaplatz, also dem neuen Omnibusbahnhof und dem Minto, dass wir einfach weniger Flächen haben, eine kompaktere Fläche, aber die muss auch eine ganz besondere Qualität haben. Da möchte ich auch gerne flanieren, da will ich nicht an der Ampel stehen und im Abgas der Autos warten, sondern da möchte ich entspannt rübergehen, da möchte ich in die Geschäfte gucken, da möchte ich irgendwie einen Flair haben, eine besondere Atmosphäre. Und das ist die Idee für diese Stelle. Das soll ein Diskussionsbeitrag sein, dass wir einfach mal dazu anregen, überlegen, gibt es vielleicht Möglichkeiten, den Verkehr anders zu generieren und hat das nicht auch ein ganz großes Potenzial? Siehe Sonnenhausplatz. Auch noch ergänzend, das ist interessant, also wir haben ja auch in meinem Dezernat und auch insgesamt leidenschaftlich diskutiert, sollen wir dieses Bild zeigen, ja oder nein? Wissend. Ach so, ja? Ja, natürlich. Okay. Wissend, dass es Diskussionen geben wird.
Aber nur über Diskussionen und über Bilder kommen wir ja auch überhaupt weiter. Und für uns war es aber in der Entscheidung hinterher richtig, das Bild zu zeigen, wenn wir einen Zeitraum vor 20 Jahren aufzeigen. Wir denken es auch bis zum Ende. Und warum betone ich das nochmal? Wir haben ja über Veränderungsprozesse gesprochen. Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Die Steinmetzstraße, Verbreiterung. Da sind Häuser abgerissen worden, um breite Straßen anzulegen. Warum? Um den Verkehr aus der Innenstadt rauszuhalten und ein Prinzip drumherum zu führen. Das wird jetzt langsam gerade fertig, stellt die Bebauung an der Steinmetzstraße wird ja fertig. Wir hoffen ja auch, dass die 19 Häuser am Hauptbahnhof, also das alte Gebäude zumindest bald fällt. Und ja, ja. Läuft. Die Neverending Story Haus Westland. Läuft, läuft, ja? Läuft. Und das, da sind Entscheidungen getroffen worden. Vor 10, vor 15 Jahren. Und da ist es umgesetzt worden. Und jetzt wäre es ja der konsequente Schritt zu sagen, es muss doch mindestens erlaubt sein zu sagen, ja, wenn ihr es damals so vorbereitet habt, dann machen wir den Schritt zu Ende und denken es zu Ende und dann wäre das dieses Bild. Wie das genau aussieht und wie viel Verkehr durchfällt und auch das wieder, ja, das werden wir sehen, das werden wir diskutieren. Aber von der Vorstellung, wo will die Stadt hin, welche Kraft hat sie auch an dieser Stelle, darum geht es an erster Linie. Aber wäre das dann, wenn ich jetzt von der Kaiser-Friedrich-Halle runterfahre, würde ich dann irgendwann da stehen in der Sackgasse? Ja, vielleicht würdest du noch nicht mal bis dahin kommen. Ah ja. Sondern oben, wie gesagt, in der Steinbettstraße abbiegen und dann den, ja, ich nenne ihn mal kleinen Ring, den kleinen Schlenker dort fahren über die Breitenbachstraße. Und dann ist alles so angelegt. Aber da das ja auch hier nochmal für diejenigen, die später reingeklickt haben, das, was wir hier sehen und was wir diskutieren, das ist jetzt, steht nicht morgen da, das ist jetzt noch nicht das Fertige. Das sind Visionen, das sind Möglichkeiten, an die sich alle Mönchengladbacherinnen und Bürgerinnen und Bürger auch beteiligen können, mit Ideen, mit Anregungen, mit Fragen, die sie jetzt schicken können. Aber ich hätte jetzt noch die Frage, warum soll man das denn dann nicht zeigen, wenn das wirklich auch erstmal nur eine Idee ist, wie es aussehen könnte oder was ist daran so schlimm? Was wäre das Gegenargument für so eine Lösung? Also ja. Ich wollte einfach nur sagen, weil das ist für mich einfach auch so ein Symbolbild, um auch mit Gewohnheiten ein Stück weit zu brechen. Also dazu haben wir so viele Nachrichten bekommen, die natürlich sagen, wie soll das denn funktionieren? Da stehe ich ja jeden Tag jetzt schon im Stau. Genau das ist ja das Problem. Auch heute würde ich diese Straße nicht langfahren. Wenn ich zur Autobahn möchte oder von der Autobahn in die Stadt möchte, nach Reit möchte, dann könnte ich auch heute schon, und ich tue das auch, außen rumfahren. Und diese Straßen sind leistungsfähiger. Sie haben andere Abbiegebeziehungen. Wir haben Möglichkeiten, dass sie eigentlich fast durchgehend vierspurig sind. Vielleicht können wir es an den ein oder anderen Stellen dann noch anpassen. Also das ist eben eigentlich eine Leistungsfähigkeit. Aber die Leute sind gewohnt. Sie sind gewohnt, mitten durch die Stadt zu fahren. Obwohl sie nichts an dieser Stelle suchen. Also der meiste Verkehr, der da ist, ist ein Durchgangsverkehr. Und der kann eben auch woanders lang fließen. Und das dauert nicht eine Sekunde länger. Das gebe ich eine Wette zu ab, weil es an den anderen Strecken viel besser fließen kann. Es ist aber die Gewohnheit, uiuiui, wie soll das denn? Da stehe ich ja jetzt schon im Stau. Und ich glaube, an der Stelle ist ganz wichtig, und das haben wir auch diskutiert, dann als Pro-Argument kommen wir zeigen das Bild, was gewinne ich eigentlich? Ich gewinne an dieser Stelle auf einmal einen neuen Straßenraum, ich gewinne Möglichkeiten für Cafés links und rechts, ich gewinne einen Durchgang an dieser Stelle, eben wie ähnlich, Sie sagten es, an der Steppke-Straße, wo es eben auch so war, dass man bis vor wenigen Jahren als Fußgänger, als der auf der Einkaufsmeile, und da waren nur noch viel mehr Geschäfte und viel mehr Besatz als heute, musste ich an einer vierspurigen Straße warten. Und da ist viel an mir vorbeigerauscht und nichts davon hat einen Elektromotor. Und das haben wir jahrelang erduldet. Und was haben wir gewonnen dadurch? Und das ist die wichtige Diskussion, die wir führen sollten. Ja, also vielleicht hat man ja auch manchmal Angst vor den negativen Begleiterscheinungen und hat die positiven noch gar nicht so im Hinterkopf. Also vielleicht sehen das jetzt auch viele und sagen, boah, das wäre ja ein Traum, wenn das so ist und man besser zu Fuß da gehen könnte oder mit dem Rad dort fahren könnte. So, jetzt Gregor Bonin hat eben kurz gesagt, läuft. Zentrale Omnibusbahnhof, das hat sofort jemanden auf den Plan gerufen. Wird Haus Westland bald abgerissen? Definiere bald, aber ja. kann man schon Zeitraum sagen? Nee. Also die große Hoffnung war und bleibt nach wie vor das in 22, aber ich gehe davon aus, dass wir es in 23 tatsächlich schaffen und dass wir jetzt auch noch, ob es vor den Sommerferien, aber sehr bald nach den Sommerferien, die politischen Gremien mit der entsprechenden Beschlussfassung bekräftigen können, was das Baurecht und angeht, und dann kommt auch sehr bald der Abriss. Als Planer müssen wir weiter positiv denken.
Ja, definitiv. Ich meine, nicht nur als Planer, ich glaube, wir alle würden uns freuen, wenn dieses Symbol des Leerstandes und des, dass dieses Symbol mal fallen würde. Ja, ist ja auch schon ein bisschen länger so. Ne? Also ist auch schon ein bisschen länger so. Wobei die Tuborg-Werbung ist ja nicht schlecht. Genau. Und daran finde ich, wenn man das aus Westland nochmal nimmt, ne, heute, die ganze Stadt fiebert diesem Abriss entgegen. Und wir haben eben am Anfang viel darüber gesprochen, wie verändern sich Städte. Das war mal ein Symbol der neuen Stadt Mönchengladbach. Mhm. Das waren mal, ich glaube, weiße Keramikkacheln an der Außenseite. Das war mal Strahlen. Das war mal ein Aufbruchssymbol. Ja, aber Stadt hat sich geändert. Und Anforderungen haben sich geändert. Und jetzt steht es seit Jahren leer und die Scheiben sind eingeschlagen und die Fassaden sind beschmiert. Aber das ist eben Wandel. Es hatte eine Zeit, in der es gut war und jetzt passt es eben nicht mehr. Und dann muss man es verändern dürfen. Life is change. Das Leben ist Veränderung und oft ist es ja so, dass man im Vorfeld so Bedenken hatte und es nachher dann doch gut war. Nicht immer, wie wir wissen. Jetzt haben wir von 10 bis 15 Jahren gesprochen. Wir haben aber auch gehört, dass es ein ständiger Wandel ist. Wir haben tolle Ideen gesehen, tolle Visualisierungen, wie es sein könnte. Wunderschöne Fragen von euch und Ihnen bekommen. Aber wie können wir das vielleicht noch ein bisschen befeuern? Wie geht es jetzt weiter im Beteiligungsprozess? Also was können wir machen, damit vielleicht noch mehr Fragen kommen, noch mehr Anregungen, damit Bürgerinnen und Bürger, damit Mönchengladbacherinnen und Mönchengladbacher sich noch mehr einbringen können? Also wir sind auf dem Weg in die zweite Förderperiode der sozialen Stadt. Das hat Dr. Bonin vorhin auch erwähnt. Wir sind gerade dabei, dass Konzept, was wir damals 2017, 18 geschrieben haben, zu aktualisieren. Wir müssen nicht ein neues fortschreiben, sondern wir aktualisieren dieses. Und dieses Maßnahmenportfolio, was wir heute präsentiert haben, ist ein Teil der Maßnahmen, die wir in der zweiten Periode beantragen wollen, die auch mit dem Fördergeber im Rahmen der ersten Antragstellung andiskutiert wurden. Teilweise sind die Begriffe heute schon gefallen mit Jugendclubhaus Westend, mit dem STEP, mit dem Durchbruch und gegebenenfalls kulturellen oder Nutzungen rund um das Museum, um die VHS. Das ist jetzt quasi für die zweite Periode weiterentwickelt worden, aber das Thema Jugendkultur 21, Hotel Oberstadt, war auch schon Bestandteil des ersten Aufschlages. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten bis zum 14. Mai eine Fülle an Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen und Möglichkeiten anbieten. Es gibt über die Internetseite des Quartiersmanagements, wird jetzt auch gerade eingeblendet, ist hoffentlich und denke ich vielen bekannt. Einerseits die Möglichkeit der Beteiligung, Ideen einzubringen zu den Bildern, die wir heute gezeigt haben, also zu dem Thema Hindenburgstraße. Wie stehen die Bürger dazu? Gibt es Anregungen? Darüber hinaus wird es in den nächsten 14 Tagen, glaube ich, eine Umfrage zum integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept, also zu dem Grundgerüst der ganzen Fördergeschichte, eine Umfrage geben, wie die Menschen den ganzen Prozess wahrgenommen haben, wie sie auch die Beteiligungsmöglichkeiten, also die Beteiligung findet ja nicht nur statt in der Konzepterarbeitung, sondern zu jedem einzelnen Planungsprozess gibt es eine Beteiligung. Wir haben Arbeitskreise, wo die Bürgerinnen und Bürger mit uns am Hans-Jonas-Park in unzähligen Sitzungen Nutzungen, Möglichkeiten etc. diskutiert haben. Das gleiche bei der Westernpromenade, das gleiche beim Platz der Republik. Habt ihr das Gefühl, dass viele sich schon beteiligen, dass das mehr wird oder wünscht ihr euch noch mehr Power? Wir haben auch das Gefühl, dass viel mehr Menschen das gut finden, was wir tun, als das, was gehört wird. Denn Gehör findet in der öffentlichen Presse oder da draußen öfter derjenige, der schreit und meckert, als derjenige, der einem auf die Schulter klopft und sagt, danke, habt ihr gut gemacht. Das ist übrigens nicht nur beim Städtebau so, wenn ich das anmerken darf. Nein, aber ich glaube, das ist ein bisschen das Dilemma, was wir haben. Wenn wir eine öffentliche Beteiligungsveranstaltung haben, dann kommen nicht unbedingt die Leute, die uns auf die Schulter klopfen wollen, sondern die meckern wollen. Das ist aber auch gut zum Teil, weil wir auch bestimmte Dinge auch wieder herausnehmen können, also den Menschen erklären können, warum das, was wir dort geplant haben oder tun wollen, gut ist. Und von daher, wir wollen aber, auch wenn wir auch wissen und auch das Gefühl haben, dass wir viele Dinge gut gemacht haben, wir wissen, dass bestimmte Dinge besser gehen und wir wollen auch im Rahmen dieser Umfrage erfahren, was können wir auch besser machen, auch in den nächsten 5 Jahren, nicht nur in den nächsten 3 Monaten. Gleichzeitig werden wir, ich glaube, ab Mitte März auf Bauzäunen an allen diesen Stellen, die wir heute gesehen haben, also da, wo die Visualisierung quasi das neue Bild zeigt,
Bauzäune aufstellen, die genau diese Situation den Bürgerinnen zeigen werden. Also man wird, wenn man durch die Innenstadt geht, beziehungsweise durch das Gladbacher Zentrum geht, an diesen Stellen immer sehen, wie das zukünftige Bild ist. Es wird QR-Codes geben, es wird auch Internetadressen geben, natürlich das Quartiersbüro immer als Anlaufstelle, aber in der heutigen digitalen Welt kann man über QR-Codes ganz leicht scannen und sofort auf die Beteiligungsseiten geleitet werden. Also man kann immer wieder seine Meinung äußern, man wird das erleben, was wir da in den nächsten Tagen machen wollen. Und am 14. Mai, am Tag der Städtebauförderung, der ist bundesweit, werden wir uns wie jedes Jahr seit 6 Jahren beteiligen und werden in der Citykirche eine Veranstaltung machen, wo wir mit den Bürgerinnen und Bürgern nochmal wirklich in den Diskussionen, in einen offenen Austausch gehen. Das haben wir vor 5 Jahren beim IHEC auch gemacht und haben auch dort signalisiert, das können wir machen und das können wir nicht machen oder das machen wir nicht, weil. Und davon zehren wir auch tatsächlich bis heute von dieser Veranstaltung damals, weil wir dort sehr offen damit umgegangen sind, warum wir bestimmte Dinge nicht machen. Und das ist das, was die Bürgerinnen auch akzeptiert haben oder wo man Verständnis aufbaut. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige, ne? Im Dialog vielleicht auch erklären, warum man etwas macht und dann ist vielleicht auch mehr Verständnis da von jemandem, der zuerst dachte, ja, ist jetzt nicht so gut für mich, aber vielleicht hat man dann doch Verständnis dafür. Oder vielleicht ist es ja auch gut und man wusste es bis dahin. Das geht in allen Bereichen. Ne? So. Wenn man weiß, warum bestimmte Dinge nicht gehen, hat man mehr Verständnis dafür. Und QR-Code, seit Corona wissen auch die meisten, was das ist und wie man damit umgeht. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man dann eben auf Seiten kommt, die das erklären. QM.mg ist, glaube ich, die Seite vom Quartiersmanagement. Stehen da diese ganzen Termine, die du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel auch drauf? Sie werden auf dieser Internetseite stehen demnächst. Also bestimmte stehen schon, bestimmte werden dort auch stehen. Es stehen aber auch die Verlinkung zu den anderen Projekten. Wir haben, das habe ich hier gerade angesprochen, über die Zentrenstrategie, über den Prozess, den wir gestartet haben, um Verständnis zu wecken, eben nicht um Konzepte neu zu schreiben, sondern einfach sich auf den Weg zu machen, die Stadtgesellschaft mitzunehmen und Verständnis, ein gemeinsames Verständnis aufzubauen. Gibt es ja eine zusätzliche Internetseite. Diese ganzen Dinge synchronisieren wir gerade. Man wird über alle Internetseiten, über alle Angebote der Stadt, auch über Social Media immer auf bestimmte Dinge hingewiesen. Wir werden auch am 1. April auf den 14. Mai hinweisen, auch wenn das für uns oder für den Fördergeber nicht das gleiche Förderprojekt ist, aber für uns ist es ja ein Ziel. Das heißt, mir ist es wurscht, wenn man ehrlich ist, kann man das so sagen, mir ist es wurscht, ob wir jetzt im Rahmen des Sofortprogramms arbeiten. Wir werden das, was wir im IHEC machen, weil das ja auch zur Belebung des Zentrums beitragen soll, werden wir genauso bewerben. Also alle Informationen streuen wir im Moment sehr intensiv über alle Kanäle. Social Media, Internetseite, Presse, Blickpunkt Stadt nächsten Sonntag. Wir werden auch demnächst noch einen Zentrendialog, einen weiteren zum Thema Identifikation, Identität machen. Auch ein ganz wichtiges Ding um die Zukunft der Stadt oder der Zentren. Also wir sind auf ganz vielen Kanälen unterwegs und kommunizieren das. Das ist gut. Haben wir heute auch getan. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, jetzt ist sozusagen die letzte Minute angebrochen, wo ihr noch Fragen loswerden könnt. Denn jetzt kommen wir schon so langsam zum Schlusswort. Möchte von euch, von Ihnen noch jemand unbedingt was loswerden? Unsere Stadt soll schöner werden. Knippi, hau ab. Nein. Nicht. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei unserer Runde hier aus dem Quartiersbüro oben an der Hindenburgstraße. Könnt ihr übrigens auch immer mal wieder hinkommen und fragen, wie es denn aussieht mit der Veränderung der Stadt Mönchengladbach. Dankeschön für eure Fragen, Dankeschön für Ihre Fragen. Ich freue mich schon auf den nächsten Zentrendialog. Es wird der 4. sein. Da geht es um Identität als Mönchengladbacherin, Mönchengladbacher, um Identifikation. Auch ein ganz wichtiges Thema für uns Mönchengladbacher, sage ich mal. Ist ja auch nicht immer so weit her damit, dass man sagen kann, ja, ich komme aus Mönchengladbach und nicht, ich komme irgendwo zwischen Düsseldorf und Köln oder an der niederländischen Grenze, obwohl es da auch sehr schön ist. Also, vielen, vielen Dank an Susanne Titz, Gregor Bonin, Bart Brandt, an Sebastian und auch an unseren Oberbürgermeister Felix Heinrichs und an Cayetan Lies. Dankeschön an euch, das war der 3. Zentrendialog. Erzählt's weiter, klickt rein und beteiligt euch. Tschüss.